Heute zeige ich euch ein paar Infos über den PTS-Server. Auf dem PTS-Server gibt es neue Pläne, zum Beispiel. Wie ihr hier sehen könnt, das ist der Plan für das Outfit. Einmal V63 Helm und das Outfit. Es ist ein klein wenig blau und darüber ist eine leichte Rüstung. So sieht es von der Seite aus, hier von hinten. Und bei dem Helm seht ihr, der hat einen orangefarbenen, durchsichtiges Facemask vorne sozusagen. Sieht einigermaßen gut aus. Und zu dem Outfit gibt es, der trägt dann eben die Lederstiefel und die sind geschnürt. Wie wir jetzt gleich sehen, wenn er nach vorne kommt. Ja, kann man nicht so deutlich sehen. Das ist ein Display. Auf diesem Display gibt es so verschiedene. Werden Wölfe angezeigt und links zur Erklärung ein bisschen was von Wölfe. Damit man das so als Deko in seinem Camp hinstellen. Und jetzt gibt es ein Display. Das ist der Kopf von dem Hauptgegner, wenn man im neuen Erweiterungsgebieter Map den Roboter killt. Das ist also der Kopf von dem Roboter auf einem Display, den man sich dann in seinem Zelt hinstellen kann. Hinten hatte ich zuerst gedacht, das wäre Strom, das irgendwann noch beleuchtet ist, aber ist nicht, gibt es nicht. Und hier ist auch hinter diesem orangefarbenen durchsichtigen Teil sieht man dann ein Gehirn und ein Auge. Das ist dann also von dem Bossgegner. Unten kann man sehen, dass er darauf befestigt ist. Dann kommt dieses Auge sozusagen. Das ist das Gehirn dann. Man kann leider nicht zu nah ranfahren. Nämlich wenn man zu nah ranfährt, dann wird das Display geht's weg. Und dann sieht man nur noch den Hintergrund dahinter. Näher als das kann man nicht mit den Kameraeinstellungen machen. Jetzt fahren wir wieder raus. Also das waren jetzt diese neuen Sachen vom BTS. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und der Helm, der gefällt mir. Tschüss.